Herzlich willkommen zurück zu Underworld. Schön, dass ihr wieder da seid. So, wir stehen hier vor dem Ausrufezeichen. 4 Knochen, 1 Mana-Perle. Kriegen wir hier noch ein paar Knochen zusammen? Ich denke schon. Bisschen nur aufpassen. Nicht, dass ihr wieder so ein Mana-Geist rumschleicht. Geisterjäger. Nee, Geisterärger. Fast. Vernichte 6 Mana-Geister, während du in einer aktiven Mana-Kammer bist. Zerstöre 4 Mana-Geister in einer aktiven. Hä? Vernichte 6 Mana-Geister, vernichte 4. Ja, ich nehme mal 4. Schaffe es in 60 Sekunden. Was? Zerstöre 4 Mana-Geister in einer aktiven Mana-Kammer. Ach du Scheiße. Wie soll man denn das machen? Springen die auf Radius an? Vor allem, gibt es hier jetzt überhaupt noch Mana-Geister? Da ist einer. Wir testen das erstmal aus. Ob die überhaupt anfällig sind für Radios. Wo sind wir eigentlich gerade auf der Map? Ach, guck mal, hier gibt es auch noch eine Audio-Dokumentation. So, komm mal mit. Achso, wir wollten ja testen. Magst du Radios? Nee, mag er nicht. Schade. Herausforderung fehlgeschlagen. Ja, das ist mir schon klar. Ich darf die nochmal machen, ne? Ja, ich darf sie nochmal machen. Ja, gut. Okay, das haben wir schon mal rausgefunden. Radio ist nichts. Vier Knochen und Mana-Perlen, die hätte ich. Da ist noch einer. Aber ich darf die Kammer ja gar nicht verlassen, oder? Also ich darf da aus dem Radius gar nicht raus. Wie soll ich denn die da vorher alle hindocken? Ach du Scheiße. Das scheint mir ganz schön aufwendig zu sein. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Lass uns mal zuerst hier die Audio-Dokumentation holen. Die steht auf dem Klo, ist klar. No sign of the original inhabitants. Lucky me. I'm starting to think that this joint might actually be haunted. We got pounced on by, spirits? I've never seen anything like them before. I was pursued by one for so long I got separated from the main gang. I'm not so sure I can get back to safety with those things out there. Don. Ach, der Ärmste. Ich weiß, wie er sich fühlt. So ging es mir nämlich beim ersten Geist auch. Wir sollten aber mal gucken, ob wir genug Mana-Splitter zusammen haben, um unsere Armbrust nochmal aufzuwerten. Ne? Das wäre eigentlich eine Idee. Ja, wunderbar. Schnappen wir uns noch schnell den Handschuh. Noch den Rest hier. Zack. Na, das sieht doch gut aus hier. Spitze. Okay, Erstmal müssen wir mal gucken, wie viel Mana-Geister gibt es denn hier überhaupt? Da steht noch einer rum. Ne, super. Na, komm schon.
Sag mal, bist du blind oder was? Da sind auch noch... Also genug Geister, glaube ich, gäbe es hier. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber, was wir natürlich nicht wissen... Wie groß ist denn der Radius? Das könnten wir gleich mal ausprobieren. Ich meine, dann verschwenden wir einmal ein paar Knochen, aber scheiß drauf. Damit wir zumindest mal... Boah, sind die größer hier, die Kristalle? Dass wir zumindest mal wissen, okay, muss ich die im Radius killen oder... Oder hat das Ding überhaupt einen Radius? Wir schauen gleich mal. Okay, mehr bringt das Ding aber auch nicht, ne? Guck mal, hier ist auch ein Geist drin. Liebe Pflanze. Da ist noch ein Herd. Da ist noch ein Geist. Oh, der kriegt hier wohl keine Post mehr, ne? so, hier war der Mana-Kugel. Ach, wir sind schon voll. Ja, gut, okay. Das wird jetzt spannend. So, warte mal. Wir müssen tatsächlich in die Richtung hier. Ach, guck mal, hier geht es auch noch weiter. Wir können ja mal kurz... Ach, guck mal, hier gibt es ein Lagerfeuer. Top. So, die Frage, gibt es hier noch Mana-Geister? Zwei Bolzen hätten wir noch. Sagen wir, gucken mal ganz schnell. Hier schon mal nicht. Ah, da gibt es zwei große Freunde und hier gibt es noch einen Mana-Geist. So, gib her meinen Bolzen. Dankeschön. Kommt man denn hier hin? Oh Gott, hier ist es ja noch voll riesig. Ich dachte, das wäre nur so eine kleine Insel. Ach, guck mal, da gibt es ein Mana-Portal. Da gibt es eine Kiste. Ach, dann schauen wir uns erstmal hier um, bevor wir da an die Mission rangehen. Ach nee, ein Angelplatz. Top, den nehmen wir natürlich auch gleich mit. So, Angel, Angel, Angel. Hier haben wir sie. Daumen drücken. Ja, ein Hummerhammer. Uns fehlt noch eine Audio-Dokumentation und da wissen wir ja auch, wo die ist. Und Level 70, top. Nein, keine Fische, Hummer, Mensch. Sehr gut. Den Hummer kann ich nicht da lassen. Dann würde ich sagen, gucken wir aber auch gleich nach unten, oder? Jo, komm. Wenn wir uns eh gleich ans Lagerfeuer setzen. Ach, guck mal, hier gibt es den Mana-Riss und der führt wahrscheinlich nach oben, ne? Sehr nice. Komm, jetzt können wir das ganze Zeug hier schnell mitnehmen. Dann war es das jetzt hier bei dem Eck, oder? Da ging es nicht weiter rum. Da haben wir das Versteck geholt. Da kommen wir aber noch nicht hin. Ah, dann kann man sich hier hoch teleportieren und dann wahrscheinlich hier rumlaufen. Sollen wir das gleich mal machen? Lass uns mal zuerst das Lagerfeuer entzünden.
So, einmal Zeug rausschmeißen, einmal hinhocken. Ranger würde ich nochmal nehmen. Damit wir der Super Ranger werden. Jetzt gucken wir mal, können wir... Nein, es fehlt uns ein Mana-Splitter. Oh, das ist jetzt nicht wahr. Okay, liebes Spiel. Ich weiß schon. So, wir wollen uns jetzt durch den Riss teleportieren. Da brauchen wir hier so ein Bruchstück. Ein Bruchstück für uns. Oh, hallo. Euch hatte ich ganz vergessen. So, jetzt müsst ihr hier irgendwo unsere Kiste. Unsere... Fett. Ja, wusste ich doch, dass irgendwo hier unsere Kiste sein muss. Oha, nice. Also die Kiste war jetzt mal spendabel, ja. Kommen wir hier irgendwo hoch? Also der Teleporter war ja jetzt sowas von unnötig, ne? Eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Hier gibt's hier, sonst gibt's hier was zum Graben wenigstens. Ich dachte, dass man hier vielleicht hochkommt. Das war so mein Ansinnen. Guck nochmal an, nicht, dass ich das übersehen habe. Kenn mich ja. Manchmal schaut man einfach nicht richtig, weil man da nur am Labern ist. Nö. Nö, hier kommt man nirgends hoch. Dann springen wir halt hier runter, so. Ja, gut. Ach, der Geist ist auch wieder da. Stimmt. Knochen brauchen wir. Und Mana-Dings. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Nee. Ein bisschen Zeug holen hier. Vielleicht können wir auch schon einen mit hochnehmen. Das wäre natürlich super. Komm, wir laufen mal rüber. Oh. Wo ist denn das Gerät eigentlich? Da unten. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Weil der wird mich ja verfolgen. Egal, komm mal mit. Hä? Hat er mich nicht gesehen? Der hat mich nicht gesehen. Was für ein Blindi. Blindi, Blindi. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Wir müssen... Wir müssen in die Richtung... Wieso ist denn da ein Ausrufezeichen? Guck mal, hier ist ein Ausrufezeichen auf der Map. Das ist aber nicht richtig, oder? Quest. Wo ist denn die Quest? Aua. Er meint schon die da hinten, glaube ich. Dass das Ausrufezeichen da unten ist, aber hier oben eigentlich steht. ...60 Sekunden hat man dafür Zeit. Ach du Scheiße. Müssen wir mal gucken, wo waren denn die anderen Geister? Da ist noch einer. Komm mit. Komm mal her.
Ach nee, jetzt habe ich nicht aufs Leben geguckt. Damn it. Damn it. Okay, 4 Stück muss man da reinpullen. Das geht ja eigentlich noch. Komm, wir probieren es nochmal. Was brauchen wir? Mana-Perlen und Knochen. Komm, das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen da erst über die Brücke. Guck mal, der sieht mich immer gar nicht. Die sehen mich aber alle nicht. Okay. Sind die blind oder was? Nein, was machst du denn? Nein, nein, aua. Och, Mikro. So viel ist aber nichts. So, warte. Haben die alle keine Beine? Kann das sein? Die sind ja alle schon... Hä? Bin verwirrt. Guck mal, der da zum Beispiel nicht. Zwei von 4, aber guck mal, die musst du hier in den Radius reinbringen. Hm, okay. So, da hinten ist noch einer. Komm her. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Ich glaub's ja gar nicht. Ach schön, wenigstens die Quest erledigt. Ist das Ding jetzt auch grün? Jo. Ach, top. Uiuiui, das war aber jetzt etwas unelegant. Etwas holprig. Aber egal, wir haben es geschafft. 15.000 Erfahrungspunkte. Sieht echt nach gar nichts aus, ne? Wenn man mal oben auf die XP-Leiste guckt, hat sich's nicht so angefühlt wie 15.000. Okay, die müssen wir ja eigentlich nicht nochmal machen. Jetzt lasst uns mal gucken. Also, wir haben hier soweit alles aufgedeckt. Dann wäre mein Vorschlag, jo, wir gehen auf jeden Fall hier rüber. Also, wir werden uns jetzt mal da hochrennen. Und dann schauen wir mal, wo es da weitergeht. Ey, diese nervigen Spucklungen. Ehrlich. Stirb doch einfach schneller. So, wir müssen jetzt dann hier rum. Jojo, spuck du nur. Mir gerade egal. Zack und weg. Sind wir hier richtig? Ja, sind wir. Hey. Senke der Einsamkeit. Das klingt ja auch schon mal sehr verlockend. Als müssten wir da unbedingt hin, ne? Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. So, hier dürfen wir wieder graben. Das machen wir. Zack. Ja, Buddle Action. Wir müssen mal gucken, wie viel fehlen uns denn da eigentlich noch? Oh,
Da fehlen uns noch ein paar. Okay. Gut zu wissen. Jetzt schauen wir mal, wenn wir hier runtergehen, müssten wir den Bereich aufdecken, wo wir noch nicht waren. Genau. Gibt's hier irgendwo ein Angelplätzchen für uns? Kein Angelplatz. Ui, das war jetzt aber auch knapp. Stürz dich doch mal in den Tod. Ach super, man kommt dann einfach hier rum. Ah ja. Gut zu wissen. Komm, dann können wir hier nochmal Scheiß rausschmeißen. Sind wir hier wieder richtig? Ja. Jo, was quackst du denn? Guck, immer wenn ihr uns Schaden zufügen, füllen wir das wieder auf, indem wir sie gleich wegmachen. Das ist echt mega gut. Oh, ich stehe auf Lebensdiebstahl. Jetzt gucken wir mal hier rum. Und eine Kiste. Was ist denn das da für ein Totem? Ach, guck mal, da oben ist auch ein Manaris. Warum gibt es hier ein Totem? Kann man hier graben? Wir probieren es aber mal trotzdem, oder? Auch wenn er nicht immer eine Schaufel ist. Man soll ja auch einfach mal so ein bisschen rumgraben. Ach komm schon. Wenigstens ein Plastik. Oder irgendwas. Hier gibt es nichts. Okay. Es hätte ja klappen können, ne? Es hätte klappen können. Schade, schade. So, macht nichts. Weiter geht's. Ich denke, wir haben ja noch 15 Mal zum Graben. Also alles gut. Da ist ein Manaris. Mal gerade hier. Bisschen aufräumen. So. Aber hier ist nicht schon wieder Ende im Gelände, oder? Das wäre natürlich frech. Ah ne, guck mal. Also wenn ich die Entwickler gewesen wäre, hätte ich, wenn hier so eine Barrikade steht, hätte ich statt die Stachelfalle lieber so einen Spucker dahin gemacht, der über die Barrikade spuckt. Angelplatz für uns. Ich drehe am Rand, ne? Ja, ich habe in den Kommis gelesen. Also du kriegst es hier auch... Oh, zu früh gemotzt. Du kriegst es hier scheinbar auch nicht zusammen. Den Hummer, um alle Rezepte zu kochen, die man hier kriegt. Das ist, wenn du natürlich die Hauptmap dann mitspielst oder vorweg spielst, dann hast du natürlich wahrscheinlich mehr Hummer am Start und kannst hier dann auch die Rezepte kochen. Finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Wer weiß, vielleicht kriegen wir es zusammen. Aber ich vertraue da einfach eurer Meinung mal, dass ihr sagt, nee, nee, kannst du knicken. Mein, cool wäre es ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Wir müssen dann mal in die Sammlung gucken. Ich würde so sagen, 10 Stück Hammer, oder? Da können wir wenigstens mal ein Gericht machen. Ach komm, ein Hummer kann schon rausziehen. Danke, Nico. Hast du gut gemacht, nicht? So, wir wollten mal in die Sammlung schauen. Wie viel Hummer haben wir denn? Wo ist er denn? Da unten. 10 und 2 macht 12. Immerhin. Immerhin schon 12 Stück. So schlecht finde ich das nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall 10 schon mal für das eine Rezept. Bei dem einen, glaube ich, 4 und 6 sind ja schon mal 20. Das heißt, 8 fehlen uns auf jeden Fall noch, ne? Ach, ich sag's euch. Das ist alles schwierig, schwierig. Aber vielleicht ist uns der Angelgott huldig. Ach, das war so klar. Oh, lieber Hundi.
Warum drücke ich eigentlich immer die Taste? So, und jetzt gibt mein Bolzen wieder her. Wo geht's denn da noch lang? Ah ja, da geht's auch noch rum. Ich würde aber erstmal hier rundrum schauen. Oh komm, bitte noch ein Angelplatz. Da ist noch ein Hundi. Ich hoffe, er kann schwimmen. So. Ey, ich glaub's ja nicht. Kein Angelplatz mehr. Aber guck mal, hier ist schon wieder so ein Totem. Ne? Warum nur? Ich muss hier leider nochmal die Schaufel auspacken. Tja, buddeln ist eine ehrliche Tätigkeit. Ja, das stimmt wohl. Ja, okay. Buddeln ist nicht das Geheimnis. Buddeln ist es einfach nicht. Schade, schade, schade. Macht nichts. Weiter geht's. Wir brauchen noch einen Angelplatz. Habe ich jetzt einen Angelplatz übersehen? Da steht auf jeden Fall... Was ist denn das hier? Ein Abflussrohr? Wer stellt denn einen Stuhl und eine Kiste an so ein Abflussrohr? Mach das mal weg, ne? Ah, da geht's irgendwo von der anderen Seite. Ach du Scheiße, wie kommt man denn da hin? Wahrscheinlich muss man hier rum, ne? Ah, wir gucken mal. Wir werden es rausfinden. Sehr schön. Dann flitze mir mal davor, in der Hoffnung, da geht's noch irgendwo rum, ne? Hey, wieso kann ich hier nicht weiterlaufen? Hallo? Da hat mich irgendwas festgehalten. Okay. Geister, Geister, überall Geister. Ich soll wiederkommen, wenn ich... Jo, mach ich. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal. Lass uns mal hier das Zeug heimschicken. Vielleicht haben wir Glück und hier gibt es noch ein Lagerfeuer, ne? Irgendwo hier, das wäre top. Oh, guck mal, da ist auch schon das letzte Ausrufezeichen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Boah, haben wir schon viel wieder aufgedeckt auf der Karte, hey. Wir wollten noch diese Brücke da reparieren, ne? Fällt mir gerade so auf. Und wir wollten hier noch den Obelisken holen. Ah, machen wir alles noch. Machen wir alles noch. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir über die Brücke. Ich habe nämlich gar gesehen, wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Ey, die Zeit rast hier so. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit noch ein bisschen. Und bis gleich.